Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Gemeinwohlökonomie. Kurz zu mir. Ich bin Geschäftsführer von Rateboxes, bin seit 8 Jahren Unternehmer und wir haben jetzt 13 Mitarbeiter in Münster und 4000 plus Kunden. Das zu meinem Background. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ihr dürft auch aktiv werden im dritten Teil. Zum einen Kapitalismus, ein Erfolgsmodell, meine Frage an euch. Zweitens, wie könnte eine Evolution des Kapitalismus aussehen? Und drittens, was könnten erste Schritte sein, um das zu adaptieren? Erste Frage an euch, wie seht ihr das? Erzielt der heutige Kapitalismus die gewünschten Ergebnisse? Du schüttelst mit dem Kopf. Wieso schüttelst du mit dem Kopf? Wohlstand alleine macht nicht glücklich. Okay, also Wohlstand alleine macht nicht glücklich. Was noch? Hat da noch jemand eine Meinung zu? Ja, glaubst du, dass das ein ausgewogenes Verhältnis erzeugt, der Kapitalismus von Gewinnern und Verlierern? Okay, andere Meinung dazu? Ja. Und was würdest du sagen, was die gewünschten Ergebnisse wären? Okay. Was wäre so ein gewünschtes Ergebnis, was eine Gesellschaftsform anstreben kann? Ja, genau. Meldung aus dem Publikum: Reichtum für alle und eben nicht nur für wenige, gewisse Ungleichverteilung. Genau, das sind bestimmt so Themen, die man hier bringen kann. Grundsätzlich, wenn man sich es auf Unternehmensebene anschaut, dann kann man hier das Beispiel Lufthansa sehr schön sehen. In 2017 hat Lufthansa 3,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. 582 Millionen waren Sondergewinne, dadurch, dass sie sozusagen die Renten für die Piloten gekürzt haben. Jetzt sind die Piloten nicht die größte Einkommensgruppe oder die Gruppe, mit der man am meisten Mitleid hat, aber trotzdem kommt das durch den Gewinn zustande. Wer wusste, dass es gar keine Mineralölsteuer auf Kerosin gibt? Also wenn ihr sozusagen mal an der Tankstelle im Auto, an der Tankstelle die Grafik gesehen habt, wie viel wir sozusagen bei PKWs an Mineralölsteuer abführen, dann alleine wenn Lufthansa auf den Umsatz 20% mehr Steuern zahlen würde, dann wäre der Gewinn entsprechend auch definitiv geschwälert. Wer weiß, dass Fernflüge vom Emissionshandel ausgeschlossen sind? Also das heißt, Emissionshandel gilt nur für Nahverkehrsflüge, für Fernverkehrsflüge gilt es nicht und da fallen die meisten Emissionen an. Von Subventionen für Flughäfen denke ich, ist auch irgendwie jedem klar, dass Flughäfen, insbesondere regionale Flughäfen, extrem subventioniert sind und dann Ryanair sozusagen damit seinen Reibach macht. Lufthansa vielleicht auch ein bisschen, Münster-Osnabrück, weiß man nicht genau. Aber all das, was auf der rechten Seite steht, das nennen ja die Volkswirtschaftler dann die externen Effekte. Und die externen Effekte tragen wir natürlich in dem Beispiel. So, hier ein kleines Beispiel von Apple. Verzeiht mir, dass das ein bisschen älter ist, aber die grundsätzlichen Sachen werden sicherlich gleich sein. Hier mal dargestellt, dass das iPhone definitiv am meisten zum Umsatz von Apple beiträgt. Das ist jetzt eine Grafik, die Zeit mal veröffentlicht hat. In 5 Jahren hat Apple 117 Millionen iPhones verkauft, hat damit 34 Milliarden Euro Gewinn gemacht und hat in diesen 5 Jahren 1 Milliarde Euro an Steuern bezahlt.
Gleichzeitig hatte Apple in 2014 war das 178 Milliarden Euro Geldreserven im Ausland liegen, die sozusagen im Ausland lagen, weil sie nicht versteuert werden sollten. Und das ist sozusagen hier auch ein Beispiel, wie Apple hier Steuervermeidung betreibt. Das habt ihr sicherlich auch noch im Hinterkopf. Das ist ja schon ein bisschen älteres Beispiel mit Foxconn, Arbeitsbedingungen von Apple. Und kurzerhand kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, wenn man sich den Status Kapitalismus auf Unternehmensebene anschaut, dann ist Zweck des Unternehmens, Gewinn zu erzielen. Ist doch richtig, oder? Unternehmen existieren ja dazu, Gewinn zu erzielen. So, und wir, das ist ja so der allgemeine Konsens. Und warum ist das allgemeiner Konsens? Weil 1940 Adam Smith gesagt hat, da gibt es ja die unsichtbare Hand. Und wenn jeder nach seinem Eigennutz strebt, dann ist da ja diese unsichtbare Hand. Und die koordiniert das alles so, dass am Ende, wenn der Unternehmer egoistisch agiert, für das Gemeinwohl alles besser wird. Ne? Kennt ihr diese volkswirtschaftliche Theorie? Wer kennt die? Genau, das ist sozusagen das, was man in VWL sozusagen im ersten BWL-Semester gelehrt bekommt. Die unsichtbare Hand, die richtet schon für das Gemeinwohl und dementsprechend Ziel des Unternehmens ist Gewinnmaximierung. Das ist BWL erstes Semester, was man beigebracht bekommt. Und grundsätzlich ist das auch eine gute Sache. Definitiv schaffen die Unternehmen, und wir sind ja auch alle irgendwie ein Unternehmen, Werte für die Gesellschaft. Aber letztendlich schaffen die Unternehmen vor allen Dingen dann gesamtheitlich betrachtet für die Unternehmer, für die Gesellschafter, was viel Investmentbanken sind, die meiste Wertsteigerung und die Gewinne. Und letztendlich arbeiten wir für die Gewinne dieser Gesellschafter. Und das ist im Grunde genommen das Kapitalismusmodell. Und die externen Effekte, wo ich gerade ein paar Beispiele gesagt habe, tragen wir als Allgemeinheit. Wer wusste, dass 1300 Konzerne die 80% der Weltwirtschaft kontrollieren? Wem ist das bewusst? Und wer von euch kennt denn Fidelity als Konzern? Oder Merrill Lynch? Ja, hättet ihr gedacht, dass das die größten Unternehmen der Welt sind? Ich meine, BlackRock kennt man jetzt durch die CDU-Kandidatur und so weiter, der größte Vermögensverwalter. Aber letztendlich, selbst die DAX-Konzerne sind ja einfach nur im Hintergrund Private-Equity-Firmen, die die DAX-Konzerne kontrollieren und die letztendlich dann auch das Leben von uns kontrollieren an dieser Stelle. So. Was mich halt immer extrem gestört hat an dieser Kapitalismuskritik, ich sag mal so, man findet ja ohne Ende Bücher zum Thema Kapitalismuskritik, die negativen Effekte und so weiter und so fort. Das Problem ist, es gibt ja nie einen konstruktiven Vorschlag. Wie macht man es denn besser? Also wenn man wirklich auf der Suche ist nach Modellen, die es ermöglichen, sozusagen um die externen Effekte auszuschalten, dann findet man eigentlich gar nichts, beziehungsweise ich habe dann letztendlich die Gemeinwohlökonomie gefunden. Und wenn man sich jetzt eben bewusst macht, dass man diese grundsätzliche Annahme, nach der wir alle leben, die sozusagen unser Leben bestimmt, nämlich dass jeder egoistisch handelt und dadurch am Ende mehr fürs Gemeinwohl rausspringt. Wenn man diese Annahme, auf der wir alle leben, unbewusst, wenn man die einfach ausschaltet und sagt, okay, nein, ein Unternehmen ist auch dafür da, das Gemeinwohl zu maximieren. Und wenn man sich überlegt, wie dann die Welt aussehe, wenn die Lufthansa tatsächlich diese ganzen externen Effekte, die ich genannt habe, einpreisen würde und dafür sorgen würde, dass sie zum Beispiel CO2-neutral fliegen
oder wenn die komplette Luftfahrtbranche nicht den Gewinn als Ziel hätte, sondern eben das Gemeinwohl zu fördern und hier einen echten Überschuss zu erzielen, dann hätten wir kein Emissionsproblem, zumindest im Luftfahrtsektor nicht. Und dann hätten wir insgesamt alle diese Probleme, Klimawandel etc. pp., Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort, wären definitiv extrem gemildert und müssten nicht von der Allgemeinheit getragen werden. Und genau das ist sozusagen das, wo die Gemeinwohlökonomie ansetzt. Das heißt, man sagt einfach, Zweck des Unternehmens ist es nicht mehr, rein Gewinn zu erzielen, darf auch gemacht werden, aber Zweck des Unternehmens ist es im Wesentlichen, Wert für die Gesellschaft zu erzielen. Und jetzt messen wir sozusagen den Wert des Unternehmens nicht mehr anhand des Gewinns, sondern wir messen es anhand einer Bilanz, anhand eines Wertes, der den gesellschaftlichen Überschuss misst an dieser Stelle. Das heißt, man stellt dann genauso, wie man jetzt eben auch Unternehmensbilanzen aufstellt, um den Gewinn zu ermitteln, stellt man eben eine Gemeinwohlbilanz auf, die nach vier Grundwerten gebündelt ist. Das heißt Menschenwürde, Solidarität, Ökologie, Transparenz. Und letztendlich kommt dann ein Punktewert zustande zwischen minus 3.600 und 1.000. Und was ich eben an diesem Modell besonders gut finde, ist, dass es eben sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr, sehr hohe Maßstäbe ansetzt. Das heißt, wenn man jetzt aktuell die besten Unternehmen da kategorisiert, die jeder von uns als wirklich vorbildlich sehen würde, dann hätten wir maximal 675 Punkte, das ist sozusagen der Spitzenreiter. Das heißt, für die 1.000 ist noch einiges an Luft. Und ich sag mal, wenn man jetzt normal als Unternehmen starten würde in diesem Prozess, dann startet man um die 100 Punkte rum. Und das heißt, man hat eben sehr ambitionierte Ziele, was man sozusagen an Überschuss etablieren kann. So, diese Gemeinwohlökonomie, da kann man als Privatperson dran teilnehmen, da kann man als Unternehmen dran teilnehmen. Derzeit gibt es 2.200 Unternehmen, die da dran teilnehmen können. Es können auch Kommunen dran teilnehmen oder nehmen auch teil. Das prominenteste Beispiel ist Wowde. Ich weiß nicht, wer kennt das Unternehmen. Das ist ein Outdoor-Hersteller mit 470 Beschäftigten. Die erstellen eben auch die Gemeinwohlbilanz. Als Privatperson kann man dran teilnehmen. Genau. Und die Gemeinwohlbilanz misst den gesellschaftlichen Überschuss. Und grundsätzlich ist das ein demokratischer Prozess. Diese Kriterien, die in dieser Gemeinwohlbilanz drin stehen, mit dem Ziel, das Ganze zu einer Verbindlichkeit zu führen, sodass jedes Unternehmen diesen gesellschaftlichen Überschuss ermittelt. Das sind sozusagen die groben Themenfelder. Ihr werdet das gleich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und klare negative Kriterien sind natürlich dann die Verletzung von Arbeitsrechten, also das, was man eben allgemein sozusagen dann in den Medien hört und wo man dann Probleme mit hätte. Das heißt, eben der Einzelhandel, der dann eben in asiatischen Ländern zu menschenunwürdigen Bedingungen einkauft, ist natürlich ein klares Negativkriterium, geplante Obsoleszenz. Das Beispiel mit der Steuerpflicht, was umgangen wird, aber eben auch, dass der Gewinn angemessen verzinst ist, der in einem Unternehmen steckt. Bestes Beispiel jetzt Schaeffler aktuell. Schaeffler, da hat die Dividenden erhöht, an die Schaeffler-Familie gingen 700 Millionen Euro. Alleine Ausschüttungen an Gewinn in einem Jahr. Gleichzeitig haben sie 900 Mitarbeiter entlassen. Mit diesen 700 Millionen Euro hätten sie 30 Jahre lang die 900 Mitarbeiter, die sie entlassen haben, beschäftigen können. Ich meine, letztendlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, aber die kann ja theoretisch auch sinnvoll sein. Trotzdem passt das irgendwie nicht so gut zusammen an der Stelle. Und das sind dann Beispiele, was die Gemeinwohlbilanz dann verbessert. Das heißt, wenn man bei der Beschaffung auf die entsprechenden Kriterien achtet, wenn man eben auch
bei einem Geldinstitut darauf achtet, wo man hier angelegt ist, wo man sein Geld hat, Reduzierung der Arbeitszeit, dass man eben auf die Einkommensspreizung im Unternehmen achtet, aber eben auch so Sachen wie Open Source, dass man eben Technologien teilt, dass man eben nicht mehr rein auf Wettbewerb setzt, sondern eben auch eher auf Kooperation mit seinen Mitunternehmen, dass man grundsätzlich darauf achtet, sinnvolle Produkte zu erzeugen und dass eben dann im Wesentlichen der Gewinn des Unternehmens nach Möglichkeit im Unternehmen verbleibt und eben nicht an die Externen ausgeschüttet wird und dann reinvestiert wird in diesem im Unternehmen. Das sind, also ich sag mal so, diese Unternehmen sind nicht in der Gemeinwohlbilanz, aber definitiv hätten sie eine sehr gute oder halbwegs akzeptable Bilanz. Ich sag mal, von Tesla und den anderen hat man vielleicht nicht so viel, hört man nicht so viel, beziehungsweise da gibt es halt definitiv auch viele negative Schlagzeilen, von daher kann man das nicht objektiv bewerten, aber DM ist, sage ich mal, das beste Beispiel, wie man ein Unternehmen gestalten kann, das dann eben positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Das heißt, prinzipiell haben diese Unternehmen alle gemeinsam, dass sie sinnvolle Unternehmensziele verfolgen, eine gewisse hohe Wertorientierung haben und ein hohes Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern. So, das zur Theorie. Gibt es dazu Fragen bis jetzt? Ja? Also Unternehmen setzen sich ja nicht nur Ziele, die Gewinnmaximierung, sondern auch so Visionen. Hm. Da geht es ja oftmals darum, sie wollen die Welt glücklich machen, die Revolution anstoßen, gerade Silicon Valley redet ja so daher und dafür brauchen sie Gewinne, um wettbewerbsfähig zu sein. Inwieweit kann man denn solche Trugbilder halt eben auch, wie kann man die bedenken halt so, weil Unternehmer wird heutzutage als Start immer sagen erstmal, er will was für die Menschheit schaffen. Ja. Ja, grundsätzlich ist gerade bei Startups ist das echt ein schwieriges Thema, weil letztendlich sind Startups oder jetzt im Internetsektor eben auch mit externem Kapital wachsen. Externe Kapitalgeber wollen dann natürlich wieder Gewinnrechte. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, das irgendwie zu vereinbaren. Theoretisch gibt es dann das sogenannte Verantwortungseigentum, wo man dann später die Investoren wieder rauskauft aus den Unternehmensgewinnen, wenn man dann groß genug geworden ist. Wir haben es für uns bei Rateboxes so gelöst. Wir haben ja auch externe Investoren drin. Das heißt, wir haben zum einen darauf geachtet, dass wir keine Finanzinvestoren reinholen, weil bei Finanzinvestoren ist es so, dass sie einen wirklich einfach nur maximal groß machen möchten und dann möglichst schnell verkaufen wollen, egal was man an Werten geschaffen hat, auch an immateriellen Werten. Und dass wir jetzt sozusagen Unternehmer mit an Bord geholt haben, die für die es auch eine Option ist, einfach dauerhaft beteiligt zu sein an dem Unternehmen, die man potenziell theoretisch dann auch später wieder rauskaufen könnte. Und die vor allen Dingen, das war uns super wichtig, die dann das Produkt schätzen, die das Team schätzen und eben nicht nur auf die Finanzen gucken und da eben sehr finanzgetrieben sind. Und wir haben beispielsweise eine kleinere Finanzierungsrunde gemacht, als wir hätten machen können. Auch mit dem Ziel, weil wir gesagt haben, wir wollen die Mehrheit behalten in jeglicher Finanzierungsstufe. Das heißt, wir wollen immer die Kontrolle haben mit 51% und haben dann 20% unserer Anteile in Mitarbeiteranteile gewandelt in ein virtuelles Beteiligungsprogramm, wo potenziell jeder Mitarbeiter Anteile bekommen kann, um dann eben an dieser Wertsteigerung, die man hat, die dann normalerweise eben sehr ungerecht verteilt ist, eben jeden irgendwie mitzunehmen. Aber grundsätzlich ist das gerade in diesem Feld super schwierig, das wirklich in eine Vereinbarkeit zu bringen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Investorenwelt letztendlich noch, selbst staatliche Investoren, absolut stupide unterwegs sind.
Und letztendlich muss das Ziel sein, dass die, die das Kapital haben, insbesondere aus staatlichen Mitteln, dass sie eben auch nach solchen Kriterien investieren. So, weil erst wenn die sozusagen wirklich nach diesen Kriterien investieren, kann das Modell auch aufgehen. Und im Optimalfall hat man eine staatliche Förderung, gibt eine Anschubsfinanzierung, die berücksichtigt aber, dass man wieder später rausgekauft wird und am Ende gehört sich das Unternehmen wieder selbst und alle haben was davon und dass das für den Staat eben Erfolgsmodell ist, ist auch bewiesen. Das zeigt der Hightech Gründerfonds beispielsweise. Ja. Das Modell, das die Frage war, ob es ein deutsches Modell ist oder ob es auch international ist. Grundsätzlich ist das in Österreich gestartet. Da hat das sozusagen die meisten Anhänger. In Deutschland ist es auch recht gut verbreitet und seit 2 Jahren internationalisiert sich das Ganze so, sodass es eben auch das Ganze in Spanisch beziehungsweise eben auch Südamerika oder anderen Ländern, sage ich mal, gibt. Und B Corporation ist ja auch so ein ähnliches Modell, das sozusagen das internationale Label, was auch Unternehmen, sage ich mal, freiwillig verpflichtet, eben eher gemeinwohlorientiert unterwegs zu sein. B Corporation, ja. B Corps, ja. Habt ihr noch weitere Fragen? Gut, dann die könnt ihr jetzt mal euch bewerten. Ihr seid ja sicherlich auch alle in irgendeinem Unternehmen, gehe ich mal von aus, oder ihr seid ein Einzelunternehmen. Das heißt, alle, die jetzt Laptops haben, gerne bitte einmal rausholen und dann auf diese Webseite gehen. Und die, die nicht haben, für die habe ich auch was vorbereitet, auch für die Analogen. Ich wollte es nur nicht sozusagen 30 Mal ausdrucken, weil das bei einem Nachhaltigkeitsvortrag nicht so gut kommt. Deswegen dachte ich mir, versuche ich es auf die digitale Variante zu lösen. Das heißt, wenn ihr auf diese URL geht, dann findet ihr hier Workshop-Unterlagen. Und da könnt ihr einmal den Schnelltest zur Gemeinwohlbilanz runterladen. Ich mache hier nochmal die. Nein, müsst ihr nicht. Ihr dürft das wegklicken. So, wer hat keinen Laptop? Ja, das ist eine Excel-Tabelle. Also von daher, dann darfst du das auch mal für Mitwald bewerten, ja? So. Bitteschön. So, und in dem ZIP, was ihr dann runterladen könnt, gibt es den Schnelltest Gemeinwohlökonomie. Grundsätzlich findet ihr da auch beispielsweise mal eine Bilanz von einer Agentur, die das eben sehr, sehr schön gelöst hat für sich, weil man das dann eben auch entsprechend schön darstellen kann, sein Engagement. Und ihr findet da auch weiterführende Fragen zu. Beziehungsweise auch das komplette Handbuch von der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, wenn ihr das im Nachgang nochmal irgendwie vertiefen wollt, könnt ihr das dann auch gerne machen. So, wer braucht noch den Schnelltest? Mobil geht es tatsächlich nicht so gut, weil es eine Excel ist und die ist schon am Laptop recht klein. Und die Excel offen haben, einmal ein bisschen auf 120% zoomen, dann kann man das Ganze auch vernünftiger bearbeiten. So. Okay. Ja, und dann letztendlich
bewertet ihr, ob diese Aussage zutrifft, in welchem Maße die zutrifft, und da gebt ihr eben den entsprechenden Punktwert an. 4 ist dann trifft zu, 0 trifft nicht zu. Und dazwischen seht ihr eben auch die entsprechenden Kategorien. Und dann beantwortet einfach mal die Fragen für euch. Wie viel ihr zu dem Gemeinwohl beitragt. Nicht? Das, als Freelancer ist das... Doch, das ist das EPU, das heißt, du siehst hier, diese Frage ist nicht für Einzelpersonen Unternehmen, aber letztendlich kannst du die alle anderen Fragen schon beantworten. Ich arbeite im Internet, da brauche ich keine... Auch diese ganzen. Also ihr glaubt, dass ihr im Internet nichts zukauft an Produkten, also wenn ich unsere Amazon-Rechnung sehe, dann kaufen wir als Online-Startup extrem viel zu. Dann ist jetzt erstmal die Frage, okay, wie viel muss ich überhaupt bei Amazon kaufen? Das wäre ja schon die erste Frage. Und wenn ja, Apple, was für einen Laptop benutzt du? MSI. Ist ja ein zugekauftes Produkt, kostet ja 2.000 Euro, 3.000 Euro. Von daher, ja, Einzelpersonenunternehmen haben je nachdem... nicht ganz so viele Posten, aber grundsätzlich kannst du die schon beantworten, auch für ein Einzelpersonenunternehmen. Und die Einzelpersonen haben, also nicht EPU in diesem Sheet, bedeutet dann entsprechend, dass das nicht für Einzelpersonenunternehmen gilt an der Stelle. Der stammt von dem Verein, also das heißt, die Gemeinwohlökonomie ist ein Verein und grundsätzlich ist das der erste Einstieg, den man sozusagen in die Gemeinwohlökonomie machen kann. Das heißt, dieser Schnelltest einfach nur zur Reflexion. Wir bei Rateboxes haben das beispielsweise dann aufgeteilt in 5 Kategorien und haben das, dann hat jeder Mitarbeiter das eben in den entsprechenden Kategorien bewertet. Und das war sozusagen das erste Thema Sensibilisierung, was wir bei Nachhaltigkeit machen oder wie wir da dargestellt sind. Zum Beispiel waren wir extrem schlecht bei dem Punkt Work-Life-Balance. Und da bist du weit vorne, ja super, das ist gut. Woraufhin wir dann eben, da war dann eben die Diskussion, ja okay, man ist ein Startup, da arbeitet man natürlich viel und letztendlich hat das eben dazu geführt, dass wir eine Arbeitszeiterfassung eingeführt haben und einen Freizeitausgleich eingeführt haben, weil wir eben gesagt haben, okay, ja, Startup stimmt, man muss natürlich viel arbeiten, aber man sollte eben auch ein gewisses Pensum nicht überschreiten und das Ziel mittelfristig ist eben tatsächlich auf eine 40-Stunden-Woche zu kommen und alles darüber hinaus in Freizeitausgleich zu packen, wo man sich dann eben wirklich komplett frei nehmen kann und das funktioniert auch ganz gut und das ist sozusagen eine Maßnahme, die daraus entstanden ist. Eine andere Maßnahme, das ist dann so eine Kleinigkeit, war, dass wir so eine Snackbar, so eine Bitebox hatten. Da wurden dann immer so Plastikkartons sozusagen geschickt, wo dann so Snacks drin waren. Die konnte man sich dann so einzeln rausnehmen aus dieser Bitebox. Und die Lewke hat dann daraus jetzt so eine Snackbar gemacht, wo die einmal pro Monat zum Großhandel fährt und dann das Ganze jetzt sozusagen in so Glaskartons oder Glasschalen hat und man sich die Snacks da einfach so rausschaufelt, sage ich mal. Und das sind dann so kleine Sachen und grundsätzlich ist es eben Teil dieses Vereins. Dieser Verein entwickelt das weiter, ist praktisch auch Open Source, jeder kann daran teilnehmen, kann sozusagen auch, es gibt auch unterschiedliche Gemeinwohlbilanzen je nach Branche, eben für Einzelunternehmer ist es anders als für 100-Mann-Unternehmen. Und ja, von daher, das Schnelltest ist der erste Schritt. Danach erstellt man eben ein Gemeinwohlbericht, das ist sozusagen der nächste Step, den man machen kann.
Und dann am Ende würde man eine Gemeinwohlbilanz erstellen und die kann man auch extern auditieren lassen und das dann eben auch veröffentlichen und auf die Webseite zum Beispiel packen. Prinzipiell ist das Idee, dass dann dieses Farbenmodell da ist und dann für jeden extern sichtbar ist, wie viel das Unternehmen eben zum Gemeinwohl beiträgt. Ja, das kostet was. Also eine Mitgliedschaft also ist gestaffelt nach Anzahl Mitarbeitern. Das heißt, ein Einzelpersonenunternehmen zahlt eben weniger für eine Mitgliedschaft. Und das Auditieren kostet auch Geld. Das kann man dann alle 2 Jahre machen. Also ich sag mal, für uns jetzt beispielsweise mit 13 Mitarbeitern würde es 1.800 Euro kosten, das so auditieren zu lassen. Zum Vergleich, für unsere Bilanz haben wir 3.000 Euro gezahlt und also nur den Jahresabschluss, und das Schlimmste war der Abschlussprüfer, dem haben wir 7.500 Euro gezahlt. Das lässt sich nicht vermeiden, aber das ist eben so der Punkt. Klar, das sind natürlich Kosten, und das ist auch Aufwand und ist natürlich je nachdem irgendwie bürokratischer Aufwand. Und tatsächlich, ich meine, Ratebooks gibt es jetzt 3 Jahre oder 4, und wir wollen das jetzt das erste Mal auch tatsächlich einführen und auch uns auditieren lassen in der Hinsicht. Von daher ist das eben eine bewusste Entscheidung, wo man dann sagen muss, okay, ich versuche mein Unternehmen danach auszurichten, und aus meiner Sicht, wenn man dann eben zweckorientiert unterwegs ist, ist man am Ende, baut man ein besseres Unternehmen für die Allgemeinheit und für alle Kunden, und dementsprechend, klar geht das nicht von jetzt auf gleich, aber wenn man ein paar kleine Schritte macht, dann ist man am Ende auch weitergekommen an der Stelle. Wie sieht es denn bei eurem Test aus? Wer hat denn den Test schon fertig? Die erste Seite, ist schon jemand komplett durch? Okay. David, hast du schon einen Score? Ja. Und? Nicht gut. 28,16. Okay, 28,16. Ja. Ihr Unternehmen setzt sich mit gemeinwohlorientierten Aspekten auseinander und geht damit bereits über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus. Allerdings gibt es noch ein sehr hohes Entwicklungspotenzial, und der interne Gemeinwohlbericht kann helfen, den Status quo detaillierter zu ermitteln und darauf aufbauend Ziele zu setzen. Und was waren dann so Punkte bei dir, wo du verbesserungswürdig warst? Also was war gut und was war nicht so gut? Naja, also zum Beispiel die ganzen Male 2 da, die können 0 eingetragen. Mein Unternehmen kennt zwar nicht ökologischen Fußabdruck. Ja. Da habe ich mal von meinem gesamten Haushalt drin gehen und Online-Tests gemacht. Ja. Wer von euch arbeitet in einem größeren Unternehmen, größer als ein Personenunternehmen? Okay. Hast du es schon bewertet? Ich habe tatsächlich noch viele Sachen gar nicht beantwortet. Okay. Aber tatsächlich, ich habe jetzt die ich beantworten kann, keine Fuchs an der Sinnflüge. Ja. Okay. Aber ich bin jetzt schon bei um die 40 Punkte, das heißt gar nicht so fett. Okay. Die Einkauf und so weiter kommt mit überhaupt nicht mehr. Und wie sieht es bei euch aus, weil ihr auch ein größeres oder in einem größeren Unternehmen habt? Ich habe immer 4 und 0 bei den einzelnen Punkten. Okay. Eine 3 haben wir, aber es ist halt irgendwie so gigantisch. Okay. Und was habt ihr für Verbesserungspunkte oder wo seid ihr gut und wo seid ihr schlecht? Ihr seid auch eine Agentur dann in dem Kontext. Ja, wir sind so ein Startup in einer großen Unternehmensgruppe, Im journalistischen Kontext. Ja. Und da
da sind das so Sachen, also wir haben ja keine Rohstoffe, die wir für unsere Produktion einkaufen. Ja. Allerdings erfüllen wir viele Sachen, die in den Bereich New Work gehen, halt, ja. Also wenn Arbeitsbedingungen passen. Ja, aber man hat festgestellt, dass die Führungskräfte auch alles weiße Männer sind. Ja, wir haben es aber nicht, eigentlich sind wir so total diverses Team und so weiter, was ich ja gesagt habe, aber wir haben nur weiße Männer auf den Führungspositionen. Ja. Naja, ja, Grund. Das ist ja nicht sehr divers. Das ist jetzt nicht so besonders divers. Also, wenn das. Ne, ja, ich würde sagen, wir haben alle Hautfarben, wir haben Geschlechter, alles relativ gut verteilt. Also, ihr habt eine Hautfarbe eingestellt. Das höre ich doch auch. Naja, gut, in Deutschland hat man es eben nicht so. Ist es schwierig, da ein bisschen diverser unterwegs zu sein. Ja. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, die gerade für die oder die, die vielleicht das sich runtergeladen haben, ist eben dieser Gemeinwohlbericht für eine Agentur mal dargestellt, eben eine Werbeagentur. Das heißt, da kann man sich eben dann auch ein bisschen inspirieren lassen, was dann sozusagen Punkte sind, wo man sich, sage ich mal, verbessern kann. Grundsätzlich, also bei uns ist es so, dass wir, glaube ich, noch einiges an Verbesserungspotenzial haben und wir sind halt ein komplett Online-Unternehmen. Bestes Beispiel ist, dass wir jetzt eben bei unserem wichtigsten Lieferanten im Rechenzentrum eben darauf achten, dass es klimaneutral unterwegs ist oder den Baum, den wir für euch gepflanzt haben, für jeden Teilnehmer. Den wollen wir jetzt dann eben auch für jede neue Box anlegen. Das heißt, für jeden Teilnehmer haben wir jetzt einen Baum gepflanzt. Ja, vom WordCamp. Das war sozusagen im Swagbag. Und wir werden jetzt dann wir haben jetzt begonnen im Januar, für jeden neuen Boxvertrag auch einen Baum zu pflanzen. Sozusagen klimapositives Hosting anzubieten. Im Stichwort Überschuss. Ja, eben nicht nur sozusagen keinen negativen Effekt zu haben, sondern eben einen Überschuss, einen positiven Effekt zu haben, so wie das Ecosia macht. Und von daher, das sind eben so Punkte, wo man darauf achten kann. Ja, habt ihr noch Fragen? Ich spiele mal den Ketzer und ich sage, das ist ein riesen bürokratischer Akt, weil wir vergessen haben oder verlernt haben, gute Unternehmer zu sein. Ich habe in meinem Leben für Unternehmer gearbeitet. Die brauchen nicht irgendwelche Checklisten oder irgendwelche Audits oder irgendwas, um zu sehen, das, was sie machen, muss einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter und auf die Umgebung haben. Und da gehört alles Mögliche zu, wie ausbilden, da gehört sowas zu, wie auch Schülerpraktika unterstützen, alle Mitarbeiter fair zu bezahlen, die Leute nicht irgendwie rauszuschmeißen, wenn sie drohen, schwanger zu werden. Aber auch darüber nachzudenken, was denn das für Materialien man einsetzt und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, das waren im Verhältnis zu uns halt ältere Herren, die haben das halt schon länger gemacht, halt hat 50 Jahre lang schon gemacht. Und der hat das halt, für ihn war das normal. Der musste nicht über eine Checkliste drüber nachgucken, wo darf ich dem jetzt in seinen Lohn kommen. Der hat geguckt, was kann ich dieser Person geben, wie kann ich sie vielleicht fortbilden lassen und so weiter und so fort. Ich habe bis jetzt vieles, was aus dir Geschichten kommt, weil viele, die Unternehmen führen, führen das per Excel. Und dann kommt da so eine Excel-Tabelle rein. Oh, hier, da können wir noch ein Score erhöhen und irgendwas. Also ich glaube, in vielen Bereichen, wo man mal ehrlicher wäre und menschlicher wäre, könnte man sich auch dieses Ding sparen. Weil auch das frisst eine Menge Energie und da werden Bücher für gedruckt und so weiter und so fort. Also, ja. Ich habe das Gefühl, das Unternehmertum ist zu einem reinen, ja, Theorie war. Ja. Ja, also genau das, was sozusagen in den, als Anmerkung dazu genannt wurde, dass wir. Oh, okay, jetzt geht es ja wirklich aus. Ja, in dem Fall macht es keinen Sinn, weil ich auch nicht mehr aufgenommen werde, vermutlich. Ich werde nicht mehr aufgenommen wäre.
Genau, also grundsätzlich stimme ich dir dahingehend zu. Die Frage ist, wäre es nicht schön zu sehen, dass der alte Unternehmer sozusagen einen besseren Job macht im Sinne von Gemeinwohl als der junge Unternehmer, dem es nur um die fette Kohle geht? Wäre das nicht schön, wenn das sozusagen auch extern dargestellt ist und man das eben wahrnehmen könnte? Und gleichzeitig, wir als Gesellschaft haben uns dafür entschieden, einen immensen bürokratischen Aufwand zu betreiben, um Gewinn zu ermitteln. Ja? Unser deutsches Steuerrecht ist das beste Beispiel dafür. Und die ganzen verwalterischen Aufgaben, die ich als Geschäftsführer mache, um dann am Ende die Finanzzahlen zu ermitteln. So, das ist die Entscheidung, die wir als Gesellschaft getroffen haben. So, und dann ist, ich stimme dir zu, dass das halt schön wäre, wenn man jetzt sozusagen, wenn alle einfach gut wären, aber noch schöner wäre es, wenn das doch an der Stelle transparent wäre und man es eben extern wahrnehmen könnte und man als Gesellschaft sagt, das ist genauso wichtig wie die Gewinnermittlung und man versucht das je nachdem auf einem Weg zu erreichen, um das Ganze transparent zu machen oder voranzubringen. Ja. Ich wollte auch noch anmerken dazu. Du hast eben so ein Wort gesagt, gut zu sein. Ne? Ich finde das sehr kritisch, weil das aus meiner Sicht sehr komplex ist. Wie will man entscheiden, was gut ist und was schlecht ist? Einige Parameter davon sind auch umstritten. Die sind nicht so klar, wie sie dargestellt werden. Ja. Stromerzeugung und so weiter. Kürzlich war bei Markus Lanz ein Mann, der sich um den Koltanabbau in Afrika kümmert mit Kinderarbeit. Furchtbare Sache. Ist überall in unseren Geräten drin, mit denen wir Geld verdienen. Also ich würde sagen, das ist sehr begrenzt. Und was für mich jetzt als Einzelunternehmer, ich kann mir den Zettel wirklich sehr wenig an. Ja, ja. Aber ich habe 2 Ehrenämter und demnächst noch 3. Also ich fühle mich da ganz gut mit meinem. Ja. Ich bin ganz gut aufgestellt, für das Gemeinwohl was zu tun. So. Und das andere ist das, was ich als Freelancer tue. Das habe ich sehr bewusst gemacht. Ja. Also ich sehe das zumindest als nicht so klar. Ja. Also ich sag mal, gerade Einzelpersonenunternehmen, für die ist es natürlich insbesondere schwer. Man muss letztendlich gucken, was je größer eine Unternehmung wird, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesellschaft. Bestes Beispiel ist Henkel, was bis 2025 klimaneutral wird. Die haben schon 40% ihrer Emissionen eingespart in einem kompletten Werkprozess. Die tracken sehr, sehr genau ihren CO2-Fußabdruck. Ich meine, das Produzieren des Gewerbes ist natürlich klar an der Stelle. Aber das heißt, das ist natürlich der Punkt, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Einfluss hat es und umso schöner wäre es, wenn die großen Unternehmen tatsächlich einen Beitrag dazu leisten. Ansonsten der Punkt, wie sagt man jetzt, ist das gut oder ist das schlecht? Letztendlich kann man es doch nur in einem demokratischen Prozess entscheiden. Das heißt, genau das macht eben dieser Punkt. Wenn du sagen würdest, hey, das ist nicht dieser Punkt, der hat mit dem Gemeinwohl doch nichts zu tun. Das, kann man das diskutieren? Genau, das heißt, diese Bilanz gibt es jetzt in der Version 4. Die hat bei Version 1 angefangen. Das heißt, die wurde dann eben ausdifferenziert, auch auf Einzelpersonenunternehmen beispielsweise oder eben je nach Branche. Und von daher ist sie dahingehend adaptiert worden in einem demokratischen oder in einem Open-Source-Prozess, ja, mit dem Ziel, das eben auf ein Niveau zu bringen, was dann sozusagen für jeden nutzbar ist an der Stelle, ne? Die werden in Afrika gepflanzt. Du kannst erstmal den Badge aus deiner Tasche zum Raidboxer-Stand bringen, dann pflanzen wir noch einen Baum. Das Ganze läuft über die Eden Foundation, die eben auch für Ecosia die Baumpflanzsachen macht. Und der kannst du auch Geld spenden und dann
pflanzen die da eben entsprechend Bäume in einem Wiederaufforstungsprojekt, was dann eben auch noch eine soziale Komponente hat. Genau. Ja, vielen Dank.